Guten Abend. Ich komme frisch aus der Stadt und habe einen Raubzug für euch, den ich irgendwie bei Twitter so ein bisschen angefangen habe. Und dann habt ihr mir geschrieben, dass ihr gerne ein ganzes Video dazu haben wollt. Und ich dachte mir, da es auch einige Sachen sind, die reichen würden für ein ganzes Video, drehe ich es einfach. Meine Foundation ist, ich glaube, gestern leer gegangen. Und das hat wirklich wehgetan, weil ich nur Bobbi Brown Foundations tragen kann, sozusagen, weil es die einzige Firma ist, die eine Farbe herstellt, die auch wirklich passt und die 1:1 meine Hautfarbe ist. Ich habe mich ansonsten schon überall durchprobiert und im Drogeriebereich gibt es gar nichts. Und die Bobbi Brown Foundations sind ja wirklich schon im High-End-Bereich. Und ich habe meine gehabt seit September und die ist jetzt leer gegangen. Da meine Farbe 00 Alabaster allerdings gerade nicht lieferbar ist bei Parfümerie Liebe, ich weiß auch nicht warum, habe ich dann irgendwie nachgedacht, ob ich vielleicht eine andere Foundation nehme oder nur den Tinted Moisturizer oder so. Aber das Problem ist, ich mag schon ein bisschen Deckkraft. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Foundation brauche, weil ich Hautunreinheiten habe, die ich gerne abdecken würde oder so. Ich schminke mich einfach nur gerne mit Augen-Make-ups und ich betone gerne entweder Lippen oder Augen. Und dafür brauche ich für mich persönlich einfach im Rest des Gesichts so ein bisschen Ruhe. Und deshalb trage ich persönlich sehr, sehr gerne Foundation. Und ich habe jetzt die Natural Finish Long Lasting Foundation SPF 15 mitgenommen. 00 Alabaster gibt es von der Foundation. Und ich mag, dass der Deckel schwarz ist, weil bei der Moisture Rich Foundation ist der Deckel also durchsichtig. Zu der habe ich übrigens auch eine Review, die verlinke ich euch mal kurz. Ich finde die Foundation nach wie vor total super. Ich glaube, die hat auch eine stärkere Deckkraft als die hier. Ich kann noch nicht meckern, aber das kann man nach einem Auftragen überhaupt nicht sagen. Ich werde sie jetzt länger ausprobieren. Und es hat wirklich wehgetan, dass die jetzt leer geworden ist, weil nämlich sowohl Gesichtscreme als auch MAC Cleanse of Oil leer gegangen sind. Und das ist natürlich alles wunderbar parallel zusammengefallen. Mit der Gesichtspflegesache ist das ja sowieso irgendwie derzeit ein Problem, weil meine Haut halt wirklich irgendwie empfindlicher zu sein scheint als sonst. Die ganzen Diskussionen über Gesichtscreme finde ich eigentlich ziemlich lustig, weil jeder, wenn man 100 Leute zu Gesichtspflege fragt, dann kriegt man auch 100 verschiedene Antworten. Und es gibt dazu so viele Artikel und so viele verschiedene Theorien und Meinungen und jede Kosmetikerin erzählt einem was anderes und werde jetzt einfach mein eigenes Ding durchziehen und die Produkte benutzen, die für mich gut sind und gucken, was meiner Haut gut tut, mit dem Wissen, dass meine Haut Feuchtigkeit braucht und Lichtschutzfaktor und dann, ja, dann hat sich das Thema für mich auch wieder erledigt. Naja, mein MAC Cleanse of Oil ist ja dann leer gegangen und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass es wirklich auch dann spannend nach der Reinigung. Als ich die Review gemacht habe, die ich euch hier nochmal verlinken kann, war das damals noch nicht so. Also bis zu dem Zeitpunkt hat sie irgendwie nicht gespannt und dann die Wochen danach war es irgendwie nicht mehr ganz so angenehm. Und ich habe auch dann irgendwie noch mehr Probleme bekommen mit diesen Spannungen in der Haut und so. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal gelassen, das nochmal zu kaufen. Ich habe es brav zur Seite gelegt für mein Back to MAC. Balea Med pH hautneutral seifenfreie Waschlotion für empfindliche Haut gekauft, weil die mir ganz, ganz viele Leute empfohlen haben. Und die hat auch, ich glaube, nur 1,50 gekostet. Auf jeden Fall unter 2 Euro. Und die werde ich auch ausprobieren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Oh, sie passt farblich zu mir. Und ich wollte sicherheitshalber aber trotzdem ganz gerne noch was von Avène mitnehmen. Und ich habe jetzt sanftes Reinigungsfluid, reinigt, entfernt Make-up, hautberuhigend. Für empfindliche, zu Rötungen neigende Haut. Also ich neige wirklich nicht zu Rötungen, aber ich glaube, empfindlich kann man es schon nennen. Das Ding ist nämlich, wenn ich eine Feuchtigkeitspflege für trockene Haut benutze, dann kriege ich Pickel. Und wenn ich eine für normale Haut benutze, dann spannt meine Haut. Und irgendwie habe ich da das gute Mittelmaß noch nicht gefunden. Aber ich setze jetzt alle meine Hoffnungen auf das hier. Und ich habe auch schon über dieses Thermalwasser sehr viele gute Sachen gehört. Und wenn das halt nicht klappt, dann ich probiere auf jeden Fall, auch die von Balea aus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil wirklich total viele Leute damit total zufrieden sind. Und als ich dann da war, habe ich das Thermalwasser auch noch mitgenommen, weil ich das sowieso prinzipiell immer benutze. Ich hatte ja schon vorher das von La Roche-Posay und davor hatte ich das von Vichy. Also das ist auch wirklich was, was ich benutze. Ja, dann stand ich bei den Cremes und stand bei den Cremes und stand bei den Cremes, weil ich auch wieder nachgedacht habe, was reichhaltig genug ist und was nicht reichhaltig genug ist. Und am Ende habe ich mich dann kurz beraten lassen und habe dann die Skin Recovery Cream Calming Formula Sensitive and Irritated Skin mitgenommen für überempfindliche Haut.
Und die Netta-Apothekerin meinte, dass das so die Zwischenform ist, zwischen für trockene Haut und so einem leichten Fluid, was überhaupt kein Öl enthält. Ja, mal sehen, wie das so läuft. Weiter beim DM und habe noch das hier mitgenommen. Das ist Rasiergel von Balea und das riecht nach Milch und Pfirsich. Ich mag den Geruch total gern. Ich glaube, ich kaufe mir davon noch eins. Das ist leider eine Limited Edition. Die guten Sachen sind immer Limited Edition. Dann habe ich noch praktische Sachen gekauft, wie Q-Tips und Wattepads. Ich habe die günstige Variante von diesen die Make-up-Duos ausprobiert. Und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich damit glücklich geworden. Ich finde es ganz schlimm, für die paar Wattepads ungefähr 1 Euro, ich glaube 90 oder so, auszugeben. Ich habe die Dinger nämlich echt schnell leer. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, wenn ich die günstigen Wattepads benutze, dann sind die meistens viel, viel dünner, die fisseln auseinander. Und wenn ich damit meinen Nagellack abmache, dann habe ich wirklich eine Art Problem, denn nun ja, das Ding reißt mir in der Mitte durch, wenn ich beim 5. Nagel angekommen bin. Und dann habe ich einen viel höheren Verbrauch von diesen Wattepads. Und es nervt einfach, weil ich den Nagellack nicht richtig runterbekomme und so. Ich habe die von Ebelin ausprobiert. Ich habe die, ich glaube, von der Eigenmarke von Rossmann auch schon gehabt. Und die fand ich nicht so gut wie die hier. Also muss ich auch Zähne knirschen, mehr investieren. Bei Wattepads ärgert es mich. Bei Foundation und bei Gesichtspflege ärgert es mich nicht so. Da tut es nur weh, wenn es alles gleichzeitig leer geht. Und übrigens, was ich ganz lustig finde, hier steht das Original Q-Tips seit 1926. Ich weiß nicht, ob das die Original Q-Tips sind, keine Ahnung. Kennt sich einer von euch mit Q-Tips aus? Okay, Make-up habe ich dann auch noch besorgt. Ich habe mir den Nagellack besorgt Bongo Drums 04 aus der Essence Into the Wild Limited Edition. Ich wollte eigentlich, ich glaube, Heart Chakra... Oh Gott, wie habe ich das denn jetzt ausgesprochen? Heart Chakra wollte ich eigentlich haben, aber irgendwie habe ich so eine ähnliche Farbe von Essence bereits. Erstens, ich glaube, die heißt What Do You Think? Die sieht ziemlich ähnlich aus, nur nicht ganz so cremig. Und ich versuche zurzeit nicht Sachen zu kaufen, die ich so ähnlich schon habe. Deshalb habe ich das hier mitgenommen. Meine Hoffnung ist, dass das ein wunderbar cremiger Nagellack ist, der so meine Creme-Pastell-Liebe erfüllt für den Sommer. Zu einer schönen Bluse oder so. Helle Nägel finde ich, glaube ich, auch ganz toll. Und dann war ich noch bei Catrice. Ich war total glücklich, da noch nicht was total Abgegrabbeltes zu finden, wo schon 7 von 8 Teilen fehlen. Und ich habe den grünen Lidschatten mitgenommen. Der heißt 1003 Sea of Green. Oh, tolle Farbabgabe. Gefällt mir sehr gut. Viele von euch sagen jetzt, was zum Henker will Reni mit Grün? Ich hasse Grün. Ich hasse Grün nicht. Bisher, also ich habe irgendwie ab dem 16. Lebensjahr bis zum 19. Lebensjahr habe ich wirklich fast jeden Tag entweder grün oder blauen Kajal getragen. Und mit den Jahren hat man irgendwie einen Hass auf Grün. Und ich höre auch andauernd, oh Gott, Grün, würde dir so gut stehen. Und je öfter man sowas hört, desto mehr entwickelt man so einen Hals auf die Leute, die das sagen, ohne dass es gegen diese Leute persönlich gerichtet wäre. Und zurzeit verliebe ich mich in abartige Grünfarben. Ich mag Minzgrün total gern, ich mag Pastellgrün auch ganz gern. Aber alles, was so mehr in den waldgrünen Bereich geht, finde ich nur in Kombination mit anderen Farben gut. Also ganz alleine gefällt mir das überhaupt nicht. Und die Farbe fand ich total toll. Also ich freue mich schon darauf, damit was zu schminken. Haltet auf dem fraktigurus.de Blog Ausschau nach einem Eye of the Day damit oder so, weil wenn ich was damit mache, dann poste ich das auf jeden Fall. Und vielleicht mache ich sogar ein Tutorial damit. Also wer so eine Farbe noch nicht hat und gerne hätte, ja, besorgt euch die, bevor die weg ist, würde ich wirklich sagen. Weil das ist echt einzigartig und so teuer ist die nicht, dass man das nicht einfach mal mitnehmen könnte. Und mir gefällt die Verpackung sehr gut. Die hat, vor allen Dingen hat sie nicht so ein Zumachteil, wo man mit dem Finger so drunter greifen muss, sondern man kann sie einfach so zuklicken. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde solche Farbexperimente eigentlich ziemlich toll, was man so im Drogeriebereich kaufen kann. Ich mag ja eigentlich eher so MAC-Lidschatten und was einfach daran liegt, dass bei den meisten, es gibt auch unter den MAC-Lidschatten schwarze Schafe, bei den meisten weiß man einfach, was man da so kriegt und es ist wirklich pigmentiert und man kann echt damit arbeiten. Ich habe da im Drogeriebereich eher meistens andere Sachen entdeckt, aber es gibt auch da wirklich tolle Sachen und ich probiere es meistens aus, wenn ich irgendwie eine neue Farbwelt erkenne oder irgendwie, wie zum Beispiel mit so einem Grün, mal so ein Grün ausprobieren will. Also für sowas finde ich das total toll.
Und ich habe auch das hier gekauft. Das ist ein Duo von Catrice. Das heißt 090 Minty Greens. Das habe ich auch gekauft für das Tutorial hier. Und weil ich halt zurzeit so in Minzgrün vernarrt bin, dass ich da unbedingt noch was in die Richtung ausprobieren wollte. Ja, wie gesagt, typisches Drogerie-Lidschattenkaufverhalten bei mir, wenn ich eine neue tolle Farbe ausprobieren will. Und da ist auch so ein dunkleres Grün dabei. Blau, Entschuldigung. Ja, da habt ihr das daneben. Das ist eigentlich auch ziemlich hübsch. Sonst war ich noch im Douglas und habe gefragt, was mit diesem Bikini Peach Chanel Lip Gloss ist. Was ist mit dem? Hm. Und ich habe gefragt, ob der vielleicht ins Sortiment aufgenommen wird, weil das ja meine Hoffnung war. Wird er leider nicht. Er ist Limited Edition. Er ist ein One-Shot, wie die Douglas-Dame mir verriet. Also, er ist Limited Edition. Nur, dass die, die es interessiert, das vielleicht wissen, er ist Limited Edition. Okay, das war mein Raubzug. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Falls ihr auch die Produkte ausprobiert habt oder so, dann könnt ihr es ja in den Kommentaren irgendwie notieren. Falls ihr Wünsche habt, dann könnt ihr das ebenfalls drunter schreiben. Und dann werde ich jetzt das Video schneiden gehen. Yay! Tschüss!